Die österreichischen Zuschauer und Zuhörer werden wahrscheinlich ja diesen Fall kennen, auch wenn er recht bekannt ist. Er ist schon eine kleine Weile her, aber ich denke, das ist schon ein Name. Jack Unterweger. Auf Partys war er ein gern gesehener Gast und in der Wiener Schickeria galt er, der als adrett gekleidete und charmante Schriftsteller Jack Unterweger, als Liebling. Dass er ein perfekt getarntes Doppelleben führte, was ja heute auch unser Thema ist, ahnte niemand. Eine ganze Gesellschaft führte er hinters Licht. Tagsüber der gefeierte Poet, ein schillernder Star. Wenn die Dunkelheit einkehrte, wurde er zum Frauenmörder. Jack Unterweger wurde als Johann Unterweger 1950 in der Steiermark in Österreich geboren. Er war der uneheliche Sohn einer Kellnerin und eines US-Soldaten, den er nie kennenlernen sollte. In seinem autobiografischen Roman Fegefeuer oder Die Reise ins Zuchthaus schrieb er über seinen Vater Folgendes: Ein Tropfen vom amerikanischen Besatzungssperma blieb zurück und ging in ungewollte Produktion. Als Unterweger 2 Jahre alt war, wurde seine Mutter verhaftet. Warum, das weiß man heute nicht mehr. Seitdem wuchs er auf jeden Fall bei seinem alkoholkranken Großvater mütterlichseits auf. Dieser war ein brutaler Tyrann, der regelmäßig Prostituierte mit nach Hause nahm. Sein Leben beim Großvater war der Beginn seiner kriminellen Laufbahn. Unterweger kannte seine Mutter lange Zeit nur von Nacktfotos, die sein Großvater von ihr besaß. Zitat: Schau her, hier bist du rausgeschlüpft. Nur die Schlampe hat keine Zeit für dich. Noch weniger Geld, seit Jahren schickt sie mir nichts. So schrieb es Unterweger. Auch dass sie eine Prostituierte gewesen sein soll, wurde in seinem Roman thematisiert, was allerdings offiziell nie bestätigt werden konnte. Als Kind ging er dann allerdings mit seinem Großvater schon auf Raubtouren. Erst stahlen sie gemeinsam Nutztiere und bald sollte Unterweger allein auf Raubzüge gehen. Über Gefühle wurde dabei nie gesprochen, so brachte es ihm sein Großvater bei. Die eigene Unsicherheit wurde durch machtvolles Auftreten überspielt. Unterweger stellte sich in seinem Roman selbst als Opfer seiner brutalen Kindheit dar, die geprägt war von einem, Zitat, saufenden, herumhurenden Großvater. Es waren die schwierigen Umstände, in die er hineingeboren wurde, die ihn zum Verbrecher machen sollten. Es war aber auch seine schwere Kindheit, die von Journalisten und Gutachtern immer als Ansatz genommen wurde, Unterweger für seine gelungene Resozialisierung zu feiern. Da er allerdings ein Meister der Manipulation war, ist bis heute nicht klar, wie viel in seiner eigens niedergeschriebenen Autobiografie Wahrheit oder Fiktion ist. Es ist nicht auszuschließen, dass sein Roman über seine Kindheit, dass er das extra so verfasst hat, sodass die juristischen Gutachter in ihm das geläuterte, von der schweren Kindheit gezeichnete Opfer sahen. 1966 wurde er das erste Mal im Alter von 16 Jahren für die Polizei auffällig. Wegen eines Diebstahls wurde er für eine dreitägige Haftstrafe verurteilt. Allerdings läuterte die Strafe ihn nicht wirklich und er begann weiter Diebstähle und Einbrüche. Bald verdiente er dann sein Geld als Zuhälter und schickte Freundinnen von ihm auf den Strich. In einer kalten Dezembernacht im Jahr 1974 sollte seine kriminelle Karriere einen neuen traurigen Höhepunkt erreichen. Er wurde zum Mörder. Unterweger hatte zu dem Zeitpunkt eine deutsche Freundin und besuchte sie im hessischen Eversbach. Dort traf er die 18-jährige Margret Schäfer, die am 12. Dezember auf dem Heimweg nach einer Weihnachtsfeier war. Unterweger gabelte sie mit seinem Auto auf und bot ihr an, sie nach Hause zu fahren, mit der Intention, die Frau aufgrund von Geldnot zu beklauen. Als er das Opfer zwang, sich nackt auszuziehen, sie fesselte und beklaute, hatte Unterweger aber noch nicht genug. Seine sadistische Art kam nun zum Vorschein. Er flüchtete mit der nackten und gefesselten Margret in ein Waldstück, trieb sie durch die kalte Nacht mit einer Stahlrute, schlug mit dieser ihr mehrmals auf den Kopf und Hals des Opfers ein, vergewaltigte und misshandelte sie, bis er die junge Frau mit dem Draht ihres BHs erwürgte. Eine Tötungsweise, die später zu seinem Markenzeichen werden sollte.
Als Grund für den Mord gab er an, dass die junge Frau ihn zu sehr an seine Mutter erinnert habe. Doch Unterweger wurde gefasst und am 1. Juni 1976 zu lebenslanger Haft verurteilt. Während dieses Falls geriet auch ein weiterer Fall ins Visier. Im April 1973 wurde in Salzburg nämlich eine junge Frau auf die gleiche Weise ermordet wie Margret Schäfer. Die Tat konnte ihm aber nicht nachgewiesen werden und wurde fallen gelassen. Den Mord an Margret gestand er allerdings nie, lediglich den Raub. Sie sei dabei verstorben und nur zur Vertuschung der Tat hätte er einen Sexualmord vorgetäuscht. Er wurde aufgrund seiner besonderen Gefährlichkeit in die Justizvollzugsanstalt Stein inhaftiert, Österreichs Gefängnis für die gefährlichsten Straftäter, in dem bis heute auch zum Beispiel Josef Fritzl noch sitzt. Im Gefängnis begann sein Wandel vom kriminellen Schulabbrecher zum gefeierten Knastpoeten. Er holte seinen Abschluss nach, las viel und begann, selbst zu schreiben. Im Jahr 1982 veröffentlichte er sein Gedichtband »Tobendes Ich« und ein Jahr später folgte die Autobiografie »Fegefeuer«. Er schrieb zahlreiche Gedichte und Erzählungen und sein Bekanntheitsgrad wuchs. Und irgendwann kam dann der ORF, der österreichische Rundfunk, der wollte dann mit dem Unterweger zusammenarbeiten und er schrieb Gute-Nacht-Geschichten für Kinder, Sendung, das für die Kindersendung, das Traummännlein. Ein Reporter des ORF schwärmte von Unterweger. Er sei das Wunder eines Menschen, das sich im Gefängnis zum Guten verändert hat und eigentlich das Opfer seiner verrohten Kindheit unter gänzlich asozialen Umständen sei. Deswegen wurde Österreichs intellektuelle Elite schnell auf Unterweger aufmerksam und er machte sich einen Namen. Und bald entwickelte sich das zu einem euphorischen Kult um ihn. Sie waren fasziniert von ihm. Ein Mensch, der so schön schreibt, solche Redekunst besitzt, kann doch kein Mörder sein, geschweige denn immer noch gefährlich. Sie sollten sich allerdings täuschen. Unterweger war hochgradig manipulativ und skrupellos. Er nutzte seine Begabung dafür aus, um genau die Leute zu erreichen, die ihm das wiedergeben konnten, was ihm genommen wurde. Die Freiheit. Gänzlich naiv ließen sich seine Unterstützer von ihm täuschen und diese hatten Rang und Namen. Prominente, Intellektuelle, Künstler und Schriftsteller, darunter auch die späteren Nobelpreisträger Günter Grass und Elfriede Jelinek. Die setzten sich für die vorzeitige Freilassung des geläuterten Mörders ein. Unterweger wurde während seiner Zeit im Gefängnis zu einem gefeierten Promi in Österreich. Täglich erreichten ihn mehrere Dutzende Liebesbriefe, Nacktfotos von Frauen, die den zerbrechlichen Bad Boy kennenlernen wollten. Ja, auch innerhalb des Gefängnisses konnte sich keiner dem manipulativen Charme von Unterweger entziehen. Er stieg in der Knasthierarchie auf, war beliebt bei den Gefängnismitarbeitern und die setzten sich ebenfalls für eine Freilassung ein. Nach 16 Jahren Haft wurde Unterweger im Jahr 1990 entlassen, ohne Bewährungsauflagen und ohne weitere Sicherung. Er galt als Paradebeispiel einer gelungenen Resozialisierung. Ein geläuterter Mörder, der im Gefängnis seinen Schulabschluss nachholte, sich zum Intellektuellen entwickelte, sich als Schriftsteller in Österreichs Kulturszene etablierte und mit dieser Story wurde er schnell zum Liebling der Medien. Die US-Presse taufte ihn Jack the Writer. Der narzisstische Charmeur posierte vor den Kameras, zeigte sein Flammentattoo auf der Brust mit dem Schriftzug Make Love, Not War und wurde zu zahlreichen Talkshows, Lesungen und Diskussionsrunden geladen, bei denen er sich sehr gerne im weißen Seidenanzug präsentierte, weiß wie die Unschuld. Also wenn ihr nach Bildern sucht, dann findet ihr die auch. Der prominente Killer zog in die feine Gesellschaft ein. Schnell wurde er zum gern gesehenen Gast auf Partys der High Society. Er hatte Macht, er hatte Geld, er hatte Frauen und Ansehen. Und sein Bild des Saubermanns perfektionierte Unterweger bis ins kleinste Detail für die Öffentlichkeit. Er hatte keine Skandale. Er hörte sogar auf zu rauchen und Alkohol zu trinken.
Allerdings gab es auch Kritiker, die die neue Freiheit von Jack Unterweger nicht gut hießen. Sie nahmen Bezug auf das psychiatrische Gutachten, welches 1976 bei seiner Verhaftung angefertigt wurde. Darin hieß es, dass Unterweger, Zitat, im Triebleben eine sexuelle Perversion mit einer sadistischen Komponente zeigte. Es handelt sich um einen gefühlsarmen, explosiven, aggressiven Psychopathen. Sein Gutachter hatte ihn als gemeingefährlich, unverbesserlichen Täter eingestuft, das absolute Gegenteil von dem, was im psychiatrischen Gutachten kurz vor seiner Entlassung geschrieben wurde, in dem Unterweger als therapiert und gefahrlos eingestuft wurde. Nur 6 Monate nach Jack Unterwegers Entlassung erschütterte eine Reihe von prostituierten Morden Österreich und später auch das naheliegende Prag. Konnte das Zufall sein? Die Leichen wurden in abgelegenen Waldgebieten gefunden. Sie waren nackt, sie waren misshandelt und schließlich erdrosselt worden. Bei den ersten beiden Morden befand sich Unterweger in der Nähe der Tatorte. Doch er präsentierte der Polizei ein Alibi. Außerdem war er doch der resozialisierte Ex-Gefangene, nun ein Vorzeigebürger. Zur selben Zeit begann Unterweger einen neuen Job. Sein Arbeitgeber, der ORF, hatte eine neue Herausforderung für den gefragten österreichischen Star. Er wurde nämlich Journalist. Seine erste Berichterstattung hätte im Nachhinein nicht grotesker sein können. Sie handelte von den Morden im Wiener Rotlichtmilieu. Eine mediale Selbstgefälligkeit, die mit dem späteren Wissen über Unterwegers Taten völlig absurd wirkt. Im Journal Panorama berichtete Jack Unterweger, Zitat, »Wenn jetzt eine Frau ins Auto eines Freiers einsteigt, welche Gewähr hat sie, dass irgendjemand ihr sozusagen Rückendeckung gibt?« Außerdem interviewte er Prostituierte, wie sie sich fühlten, wenn sie in der Zeitung lesen, dass eine ihrer Kolleginnen ermordet wurde. Ebenfalls führte er Interviews mit Wiener Polizisten und fragte sie, ob es nicht frustrierend sei, keinen Mörder ausfindig zu machen, welche Beweismittel die Polizei hätte und was getan wurde, um den Täter zu finden. Und die Polizei musste gute Miene zum bösen Spiel machen, denn unter den Kollegen kam bereits erste Verdächtigung auf, dass Unterweger vielleicht doch wieder zugeschlagen hätte. Im Jahr 1991 sollte er vom ORF im Drogen- und Prostituiertenmilieu in Los Angeles berichten. Sein Radiobericht sollte den Namen tragen: Die dunkle Seite von Los Angeles. Dafür interviewte er Prostituierte und ging mit der LAPD zusammen auf Streife. In diesen 2 Wochen, in denen Jack Unterweger in Los Angeles war, verschwanden 3 Prostituierte. Und als die Polizisten die 3 Leichen der Frauen fanden, ähnelten sie nicht nur den Tatorten. Auch die Mordweise war nahezu identisch mit den Morden in Österreich und Tschechien. Alle 11 Morde, die in Los Angeles, Wien, Graz, Lustenau und Prag an Prostituierten begangen wurden, hatten ein und denselben Modus operandi. Zuerst wurden die Opfer mit einem dumpfen Gegenstand geschlagen und anschließend wurde ihre Unterwäsche zu einem Henkersknoten gebunden, mit dem sie stranguliert wurden. Kannte man diese Vorgehensweise nicht von Unterwegers Mord aus dem Jahr 1976? Jack Unterweger geriet nun ins Visier der Ermittlungen. Bei seiner Vorladung im Wiener Polizeirevier gab er sich vollkommen unschuldig und leugnete, Kontakt zu Prostituierten gehabt zu haben. Aber die Wiener Polizei ließ sich nicht davon blenden und ermittelte weiter gegen ihn. Mit Erfolg, denn sie konnten ihm nachweisen, dass er doch Prostituierte aufsuchte und somit in dem Verhör gelogen hatte. Damit galt Jack Unterweger als Hauptverdächtiger in der Mordserie. Am 14. April 1992 wollte die Polizei ihn verhaften, doch Unterweger war spurlos verschwunden. Wieder war er der Polizei nämlich einen Schritt voraus und flüchtete mit seiner minderjährigen Freundin nach Miami. Viele Österreicher sahen das zu dem Zeitpunkt schon als Schuldeingeständnis ein. Und bereits während seines Aufenthalts in Miami begann er seine Verteidigung zu schreiben.
Allerdings wurde er am 27. Februar 1992 aufgrund einer Kreditkartenzahlung ausfindig gemacht und vom FBI verhaftet. Nach seiner Verhaftung wies er sämtliche Schuld von sich. Er sah sich erneut als Opfer der Justiz und blieb bei seiner Maskerade des verletzlichen, geläuterten Poetens. Diese geriet nur ins Kippen, wenn die Kameras bei Interviews ihn in Handschellen zeigten. Das sei unfair, sagte er mit aggressiver Stimme zu seinen Interviewpartnern. Jack Unterweger sah in seiner erneuten Verhaftung eine große Verschwörung gegen ihn. Der Ermittler des Falls der getöteten jungen Frau in Salzburg, welcher bei seinem ersten Mordprozess mit ins Visier geriet, wollte ihm wohl etwas auswischen. Dass dieser Ermittler hinter der Überführung von Unterweger steckte, damit sollte er recht behalten. Doch waren die Verdächtigungen wirklich so unbegründet, wie Jack Unterweger selbst sagte? Der Ermittler konnte eine Prostituierte in Graz ausfindig machen, die Unterweger bei seiner Mordserie im Rotlichtmilieu entkommen konnte. Sie konnte Unterweger ohne Zweifel identifizieren. Sie wurde zu einer der Hauptzeuginnen, denn sie erlebte Unterwegers sadistische Art am eigenen Leib. Er hatte sie damals mit seinem auffälligen Ford Mustang an der Straße angesprochen und ihr den doppelten Preis geboten, damit sie mit ihm außerhalb von Wien fahren würde. Er sei schließlich ein Prominenter und könne sich in seiner Heimatstadt nicht mit Prostituierten blicken lassen. Und in einem Waldstück angekommen, bot er ihr nochmal mehr Geld, damit sie sich fesseln lasse und ihm Angst vorspielen sollte. Sie bekam aber wirklich Angst und er begann sie zu fesseln und schrie um Hilfe, also sie schrie um Hilfe, woraufhin Unterweger flüchtete. Außerdem gelangten nun immer mehr Gewalteskapaden von ihm an die Öffentlichkeit. Ex-Freundinnen zum Beispiel meldeten sich bei der Polizei, die von Vergewaltigungen und Schlägen mit einer Stahlrute berichteten. Doch auch Unterwegers Argumentation zu seinem Schutz klang logisch. Zitat: Ich komme im Mai aus dem Gefängnis nach 16 Jahren, kämpfe wie ein Wilder, dass ich rauskomme und habe draußen einen einzigen Rausch erlebt in puncto Frauen, in puncto Leben. Finanziell stehe ich gut da, gesellschaftlich stehe ich gut da, habe einen Riesenerfolg und dann gehe ich raus und bringe eine um? Das ist für mich keine Logik. Oder glauben Sie, wenn ich so triebgefangen bin, höre ich vor 10 Monaten abrupt auf, mache nichts mehr oder ich halte das dann 4 Monate mit einer Frau aus, ohne dass ich die brutal angreife? Das ist doch idiotisch. Nach den erneuten Mordvorwürfen lässt die Wiener Schickeria ihren neuen Liebling Jack Unterweger schnell fallen. So rasch, wie er Teil der High Society wurde, so rasant kehrten die Leute ihm nun den Rücken zu. Nur seine damals 18-jährige Freundin Bianca, die zusammen mit ihm auf der Flucht war, hielt noch zu ihm. Sie veröffentlichte 2004 ein Buch über ihre Beziehung mit dem Serienmörder, in dem sie schrieb, dass sie für Jack Unterweger nicht nur alles aufgegeben hatte. Sie brach die Schule ab und jobbte seitdem in Nachtclubs. Sie hätte ihm auch alles geglaubt. Zitat: Ob er schuldig ist oder nicht, darüber dachte ich nicht nach. Im Mai 1992 wurde Unterweger nach Österreich überführt. Und die Indizien verdichteten sich. Bei jedem Mord befand sich Unterweger nachweislich in der Region. Ein Alibi konnte er nicht mehr vorweisen. Trotzdem plädierte er weiterhin auf seine Unschuld. Zitat: Sie können mich einsperren, aber mein Herz und mein Stolz können Sie mir nicht nehmen. Und wenn es einen Gott gibt, dann weiß er auch, dass ich nicht der Mörder bin. Und das macht stark. Und stark macht mich natürlich auch das Wissen, weil ich nicht der Mörder bin, die Polizei nie etwas auf den Tisch legen kann und sagen kann, das ist von Jack Unterweger, er ist der Mörder und das haben wir von ihm, das gibt es nicht. Also, dass es anders kommen sollte, wusste er zu diesem Zeitpunkt noch nicht. 2 Jahre musste Unterweger in Untersuchungshaft sitzen, bis am 20. April 1994 der Prozess gegen ihn in Graz begann. Unter einem riesigen Medienrummel präsentierte sich der Angeklagte gewohnt charmant. Seine Überzeugung, ihm nichts nachweisen zu können, glich Überheblichkeit. Er war sich sicher, die Situation vollkommen unter Kontrolle zu haben und auf alle Eventualitäten bedacht worden zu sein, ja, damit er nicht verurteilt wird. In seinem Plädoyer sagte er, Zitat:
Meine Damen und Herren Geschworenen, wir sind jetzt für die nächsten 2 Monate zusammen und ich möchte kein steriler Schauspieler sein. Ich möchte es mit Ihnen so haben wie im Kaffeehaus. Falls Sie Fragen haben, stellen Sie sie bitte und ich werde Ihnen auf alles, wirklich alles Antwort geben. Sehen Sie, ich habe den großen Vorteil, dass ich nichts zu verbergen habe, da ich nicht der Mörder bin. Wenn Sie mich bei einer Lüge erwischen, dann verurteilen Sie mich. Doch Unterweger hatte eine Sache nicht bedacht. Seit seiner ersten Verurteilung im Jahr 1976 hatte sich die Methode der Forensik nämlich weiterentwickelt und mittlerweile gab es DNA-Tests. Und Unterwegers Prozess ging als Präzedenzfall in die österreichische Gerichtsgeschichte ein. Er war nämlich der erste Fall im Land, in dem ein DNA-Gutachten vor Gericht akzeptiert wurde. Ein einzelnes Haar, welches in Unterwegers Wagen sichergestellt werden konnte, sollte ihn nämlich zum Verhängnis werden. Es war ein blondes Kopfhaar und die Ermittler fanden das und es konnte einer der ermordeten tschechischen Prostituierten mit dem Namen Blanka B. zugeordnet werden. Ein einziges Haar brachte Unterwegers Lügenkonstrukt zum Einstürzen. Aber auch eine Spezialistin für Knotentechniken belastete ihn schwer während des Prozesses, nämlich die Gleichartigkeiten, wie die Knoten der 11 Opfer in 3 verschiedenen Ländern gebunden wurden, ließen keinen Zweifel offen, dass sie von ein und demselben Täter stammen mussten. Am 29. Juni 1994 wurde Unterweger vom Geschworenengericht wegen 9-fachen Mordes für schuldig gesprochen. 2 Morde konnten ihm nicht eindeutig nachgewiesen werden, und er beteuerte weiterhin vehement seine Unschuld. Mit diesem Schuldspruch drohte ihm die Einweisung in eine geschlossene Anstalt für geistig abnorme Straftäter. Diese Aussicht war für Unterweger unerträglich. Er hatte sich bereits über Jahre bei seinem ersten Gefängnisaufenthalt ein Doppelleben akribisch aufgebaut. Er manipulierte eine gesamte Gesellschaft. Er hatte stets die Kontrolle über sie, gab ihnen vor, was sie von ihm zu denken hatten. Dass das nicht nochmal klappen sollte, war nun auch Jack Unterweger klar. Noch in der Nacht seiner Verurteilung erhängte er sich mit der Kordel seiner Jogginghose. Die Kordel hatte den gleichen komplizierten Knoten wie die Unterwäsche der 11 getöteten Frauen. Erst mit seinem Tod gab er so das Geständnis für die Morde ab.